So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolfbite LP. Ich bin immer noch am Nirgendwo-Deck bauen und ich habe neue Booster im Turnier gewonnen. Und wir haben hier so eine Kiste zum Aufmachen. Ich habe ein bisschen offscreen gespielt, ich gebe es zu. Was heißt ein bisschen? Ich habe eine ganze Menge offscreen gespielt. So, alle die normalen Karten können wir schon mal aufmachen. Also alle die gelockten, die wir eh nicht tauschen können. Und da ist auch wieder einiges dabei. Sogar Full Art, ja! Mechikel mit Sammeln und Rankenhieb. Ein Feenschmuck, Drache, kennt man ja von den anderen Feenschmucken. Schmucken? Keine Ahnung. Ein Flexfänger. Du kannst bis zu zwei Flexfängerkarten zeitgleich spielen. Wenn du eine Karte gespielt hast, ziehe so lange, bis du drei Karten hast. Auf der Hand hast, wenn du zwei Karten gespielt hast, tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives aus. Die hatten wir doch schon mal, oder? Oder war das eine andere Version davon? Ein Reptane mit Sonnenmut, einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du dein Deck nach einem Pflanzen-Pokémon durchsuchen, das deinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Das ist cool. Und Schwertschneide, 40 Schaden. Ein Feenschmuck Psycho, erneut halt ein Feenschmuck. Und ein Full Art Fabian. Wähle eine Pokémon-Ausrüstung oder Spezialenergie, die an ein Pokémon deines Gegners angelegt ist. Oder eine beliebige Stadionkarte im Spiel und lege sie ins Nirgendwo. Das ist doch cool, oder? So, und gleichzeitig haben wir hier noch das. Und die anderen, ich versuche die gerade zu tauschen. Ich habe schon drei Popunga. Ich brauche noch ein paar von diesen Vogel-Pokémon zum ins Nirgendwo legen. Aber es wird langsam. Oh Gott, hier ist nichts Neues dabei, ne? Und ich würde sagen, heute zur Feier des Tages kaufen wir uns im Shop noch ein paar Booster. Hier von der Erweiterung. Können wir uns noch mal ein paar kaufen, weil ich habe halt in Turnieren ein paar Booster gewonnen und ja. Da sehen wir jetzt einfach zu, dass wir haufenweise Karten kriegen. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Hubbelhupf oder ein Papunga raus. Dann können wir uns für das Papunga neue Karten ertauschen und für das Hubbelhupf, naja. Halt. Okay, ich habe nämlich ein Nirgendwo-Deck gesehen, in dem diese Emolgas hier einen großen Anteil hatten. Einmal wenn, bevor du angreifst, kannst du dein Deck nach einem Pokémon, das die Attacke Wangenrubbler hat, durchsuchen und die hat er dann jeweils ausgetauscht gegen Nirgendwo-Pokémon. Das ist ganz cool und kann man gut nutzen. Ja, dann haben wir hier noch einen Pampa mit Armstoß und ein Kokowai mit Paradieszug. Und Eierplatscher kennen wir ja. Das war auch nicht neu. Okay. Aber ich glaube, das Rücksendeetikett. Ne, ist auch nicht neu. Das Einzige, was neu ist, ist das Pam-Pam. Oder? Ja. Okay. Dann machen wir gleich das nächste Booster auf. Also, die Molga kann man gut nutzen, um Pokémon auszutauschen. Weil man damit schnell Pokémon auf die Hand kriegt. So. Dann haben wir ein Shiggy mit Gleitpanzer. Wenn du eine Stadionkarte im Spiel hast, hat das Shiggy keine Rückzugkosten und eine Aquaknarre. Tentacha hat Wickel drauf. Bei Kopf ist das aktive Pokémon paralysiert. Und ein Cesorio mit Einzelsprung. Wenn auf diesem Pokémon keine Schadensmarke liegt, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Und Kraftklinge mit 90 Schaden. Ja, ist ganz okay. Ist jetzt nicht so das Perfekte, aber es ist cool. So, was gibt's hier? Oh, die nächste Full Art, ja. Yeah. Heute haben wir einen Lauf. Sabrinas Vorschlag, dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Du kannst eine Unterstützungskarte, die du dort findest, wählen und den Effekt als diese Karte einsetzen. Hatten wir doch auch schon mal. Spinn ich? Dann haben wir einen Toxa mit Tentakel der Leere. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verwirrt und vergiftet. Das kennen wir ja. Und paranormal allen Schaden, der von Ultrabestien zugefügt wird. Und hin und her, Full Art. Ja, ihr kennt den Effekt. Legio. Ein Unlicht-Pokémon aus deinem Ablagestapel, tausche es gegen ein Pokémon in deinem Spiel aus. Alle an es angelegten Karten, Schadensmarken, spezielle Zustände, Spielzüge sowie alle anderen Effekte verbleiben auf dem neuen Pokémon. Und dann haben wir ein Cosmovum und ein Pantimos mit ungerade Magie. Das heißt, das ist das, weshalb dieses Pantimos verhasst ist. Verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken deines Gegners zugefügt wird, wenn jener Schaden genau 10, 20, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190,
210, 230 oder 250 beträgt. Gab's das nicht auch mal mit gerade? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit meinem Nachtwanderungsdeck gekämpft habe und da ziemlich Probleme hatte, weil die halt immer 20er Potenzen haben. Aber das hier, beziehungsweise 20er Vielfache, nicht Potenzen, das hier ist halt, ja, das hier ist jetzt das gleiche mit ungerade, aber ungerade finde ich, man hat eher gerade Angriffe als ungerade, glaube ich. Rückkopplung hat es dann noch, lege für jede Karte auf der Hand deines Gegners eine Schadensmarke auf sein aktives Pokémon. Ist ganz okay. Und Lebenstrick. Heile allen Schaden bei diesem Pokémon. Also Pantimos ist ein Pokémon, das kann richtig unfair werden. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch den Schaden irgendwie reduzieren, dann wird's richtig gemein. So, hier haben wir die alten Produkte. Sag ich gerade für online? Gruß an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Ihr steht auf meiner Werwan-Liste ganz oben. Ihr seid nämlich immer da. Und ich habe tatsächlich auch schon ein Deck fertig für nirgendwo. Das ist hier aber längst nicht aufgeführt. Ich hatte jetzt mal geguckt, ob es irgendwie mit dem roten Kreuz markiert ist, weil es ist halt noch nicht fertig, ja. Da habe ich jetzt so die ersten Karten reingemacht. Ich muss halt noch einen ganzen Haufen Karten gewinnen, damit das fertig wird. Und dementsprechend ist es noch nicht bereit. Es ist noch gar nicht bereit. Wollen wir heute die Dick-Triade spielen? Ich muss noch ein paar Pokémon damit besiegen für die Daily Quest. Was gibt's sonst noch zu sagen? Habt ihr es mitbekommen? Zero hat mich drauf aufmerksam gemacht. Mein alter Slogan, Wolfbert LP, Let's Plays mit Biss, wenn ihr euch erinnert. Die Älteren werden sich erinnern, in Super Mario Bros. Mit Pasch haben wir es ja öfter mal wieder aufgegriffen und hier habe ich es ja auch zwischenzeitlich mal wieder gemacht. Der wurde von einem anderen Kanal jetzt tatsächlich aufgegriffen und benutzt den als seinen Slogan. Ich meine, ich habe jetzt den dich getrademarkt oder so, also es ist kein eingetragenes Warenzeichen von Wolfbert LP, aber ich finde es trotzdem ganz frech, den Slogan einfach zu nehmen, aber mein Gott, ich benutze ihn ja eigentlich nie. Ich benutze ihn ja nur noch scherzhalber, von daher denke ich mal, ist es keine große Sache, aber trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Schließlich habe ich mir das Ding, hat den Titel gesichert, als ich meinen Kanal damals gemacht habe. Aber ich benutze ihn ja eigentlich nie. Ich weiß, manche haben sich gewünscht, dass er wiederkommt, aber irgendwie ging das jetzt verflucht schnell. Ich weiß, zu wenig Basis-Pokémon. Ich muss mir für das Deck nochmal irgendwas überlegen. Außerdem habe ich verdammt wenig Sauerstoff, glaube ich, in meiner Wohnung. Ich muss gleich mal lüften. Außerdem muss ich noch fertig aufräumen. Ich habe nämlich angefangen aufzuräumen, aber halt noch nicht fertig aufgeräumt. Meine Wohnung muss dringend fertig werden. Ich habe jetzt schon wie lange frei? Seit letzter Woche Mittwoch und wir haben jetzt den nächsten Mittwoch und meine Wohnung ist immer noch nicht komplett aufgeräumt. Muss ich dringend mal machen. Habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt vielleicht sogar heute, ich habe heute noch ganz, ganz viel zu rendern für die Projekte von dieser Woche. Apropos. Okay, das kann ich jetzt vergessen. Heute sollte eigentlich Mario starten. Mario Bros. 2, das Thumbnail hat Pasch gemacht übrigens. Wird aber erst morgen kommen, weil ich es tatsächlich noch nicht gerendert habe und noch nicht hochgeladen etc. Und jetzt, wo ich aufnehmen müsste, in einer halben Stunde rauskommen, das schaffe ich nicht. Kommt dann morgen. Und da kommt noch ganz, ganz viel und ich muss das jetzt mal alles rendern, weil ich habe tatsächlich Material für, ich glaube, 3 Wochen. Oder zumindest 2 Wochen mit Pasche aufgenommen. Und das muss halt jetzt alles mal gerendert werden und fertig gemacht werden, hochgeladen werden. Dann stelle ich das alles auf Freischalten und dann muss ich mich 3 Wochen lang nicht mehr um das Projekt kümmern. Beziehungsweise muss ich schon, weil ich ja mit Pasch dann praktisch das nächste schon wieder aufnehme. Beziehungsweise nicht das nächste Projekt, sondern einfach nur das weiter, weil tatsächlich, Leute, Mario Bros. 2, ihr... Die meisten gucken ja die Mario-Spiele, weil sie uns leiden sehen wollen. Ist wirklich wahr. Und wenn ihr uns leiden sehen wollt, guckt euch Mario Bros. 2 an. Selten haben wir mehr gelitten. So viel darf ich dazu sagen. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich das jetzt schon so sage.
Weil es ist halt kein Original-Mario-Spiel. Also es ist schon ein Original-Mario-Spiel, aber es war ja eigentlich bloß der Ersatz, weil die Macher von Super Mario Bros. Nicht die Macher. Die Nintendo USA hatten das Gefühl, Mario Bros. 2 sei zu schwer und haben das halt ausgetauscht. Okay. Mann, warum werden wir jetzt immer in der ersten Runde platt gemacht? Ich krieg die Krise. Gibt es doch nicht. Ja, die fanden das Spiel zu leicht, zu schwer und haben ein anderes gemacht. Und ich muss sagen, das Original Mario Bros. 2 aus Japan, das bei uns ja unter, oder auch in den USA unter dem Namen Lost Levels gelaufen ist, das war deutlich einfacher als Mario Bros. USA bzw. Mario Bros. 2. Doki Doki Panic ist der Originalname von dem Spiel. Einfach weil die Steuerung keine Mario-Steuerung ist, sondern eben Doki Doki Panic-Steuerung und extrem anstrengend ist. Also ich finde es extrem anstrengend. Ihr könnt ja mal reingucken, wie gesagt, morgen startet es. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr uns leiden sehen wollt, jede Menge Spaß haben und keine Sorge, sobald es durch ist, machen wir direkt weiter mit Super Mario Bros. 3. Da kriegt ihr wieder ein richtiges Super Mario-Spiel und Pasch und ich sind so froh, wenn es dazu kommt. Wir sind wirklich richtig froh, wenn wir das Spiel geschafft haben, weil es ist furchtbar schwer und vor allen Dingen hat es wieder diese Mario Bros. Mechanik, dass wenn man kein Leben mehr hat, man die komplette Welt von neuem spielen muss. Und das Ding, wir haben nachgeguckt. In den ersten Parts wissen wir es noch nicht. Es dauert eine ganze Weile, bis wir es wissen. 7 Welten hat das Ding. Und ich glaube, jetzt nach 2 Wochen sind wir in Welt 3. Also erwartet nicht zu viel von uns, aber eventuell werden wir dann irgendwann beim Saven anfangen, wenn es uns zu sehr auf den Keks geht. Aber Vorteil, es hat nicht ganz die Mario Bros. Mechanik. Nicht beide sind unabhängig. Das heißt, wenn einer die Welt schafft, haben beide die Welt geschafft. Was aber auch daran hängt, dass wir halt, ja, man darf sich einen Charakter aussuchen und wir müssen halt den Controller zwischenzeitlich immer wieder an den anderen abgeben. Dementsprechend ist es halt theoretisch nur einer, der spielt. Und ich merke jetzt gerade hier ein ganz, ganz großes Problem. Wir können bei dem Feeder nur Schaden machen, bei Pokémon, an denen mindestens 3 Energien angelegt sind. An unser Pokémon wird aber keine Energie angelegt. Wir werfen die ja bloß ab. Aber jetzt werden wir eh vergiftet, dann sind wir eh weg. Von daher kann uns das eigentlich völlig egal sein. Wir verlieren heute nur, aber das ist egal, weil es geht mir heute gut. Und warum geht es mir gut? Weil es mir einfach gut geht. Ich bin fit. Ich bin müde, okay, aber ich bin fit. Einen machen wir noch, komm. Und dann mache ich mich ans Rendern und werde mal hier anfangen, die Reste, die noch nicht aufgeräumt sind, aufzuräumen, mein Geschirr zu spülen und eventuell, wenn ich danach noch Zeit habe, zu staubsaugen. Leute, ich bin so froh, wenn ich meine Wohnung aufgeräumt habe. Das sind halt so Sachen, die hat man dann aus dem Kreuz. Vom Escape Room habe ich euch ja schon am Montag berichtet. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ich finde es lustig. Mein Vater hat so gemeint, ja, es wäre super, wenn du jetzt am Samstag nochmal kommen könntest. Da kommt mein Schwager eben auch. Dann könnten wir hinten im Garten so, wir haben so einen Seitenstreifen, der am Haus vorbeiläuft. Und da ist halt ziemlich, die Bäume wuchern ziemlich stark und man kommt sehr, sehr schwer durch. Und da hat er gemeint, da können wir da hinten mal richtig ordentlich machen. Weil zu dritt ist es natürlich leichter. Klar, dann macht einer den einen Baum, der andere macht den anderen Baum klein, also beziehungsweise nicht klein, sondern stutzt den. Und der dritte bringt halt die Äste weg. Ja, das geht schon. Aber ich sag's mal so: Man kann das machen, man muss es aber nicht. Weil wenn ich mal so grob überschlage, in einem Nachmittag hätte ich's. Wirklich. Das ist jetzt keine Angeberei oder so.
einen Nachmittag und das wäre wirklich sauber. Da bräuchte ich theoretisch alleine einen Nachmittag für, die zurechtzustutzen. Gut, wenn wir jetzt irgendwie einen Baum komplett entfernen wollten, dann natürlich würde ich da auch länger brauchen. Aber jetzt nur den Baum irgendwie klein machen, beziehungsweise stutzen. Ganz ehrlich, da brauche ich keine drei Leute für. Das sind jetzt auch keine Bäume mit dicken Ästen, das sind halt mehr so Sträucher. Oder, na, der. Ne, sind schon Bäume, aber. Die sind halt. Ja. Nicht so groß. Die kriegt man locker kaputt, die Äste. Die schneidet man dann ab. Da muss man auch nicht mehrfach ansetzen, wenn man eine gute Gartenschere hat. Zack, einmal durch. Und dann ist das gemacht. Gut, wir haben noch so. Ranken. Was ist denn das? Wein ist es nicht. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Efeu. Irgendeine Efeuart. Die haben wir noch. Die müssten noch zurechtgestutzt werden. Die würden auch ein bisschen dauern. Aber mein Vater, der sagt immer, ja, man sieht da gar nichts. Ganz ehrlich, wenn ich arbeiten würde, wenn ich jetzt richtig arbeiten würde, daran, mich mal wirklich hinsetzen würde und mein Vater mir nicht auf den Keks geht, dann wäre das tatsächlich so, dass ich dann wahrscheinlich einen Nachmittag ansetzen würde für halt. Oh, ist jetzt doof. Machen wir Höhlenkunde, komm. Ja, holen wir uns das. So. Einen Nachmittag würde ich ansetzen dafür, die Äste zurechtzuschneiden. Dann würde ich noch einen Nachmittag ansetzen, den Efeu zurechtzuschneiden. Und einen Tag ansetzen, um dann halt final noch den Rasen zu mähen. So, für das Äste schneiden, okay. Das kann ich denken, dauert wahrscheinlich wirklich einen Nachmittag. Aber der Rest, Efeu schneiden und Rasen mähen, das dauert keinen Nachmittag. Nie im Leben brauche ich einen Nachmittag für Efeu schneiden und Rasen. Also zusammen vielleicht einen Nachmittag. Und klar, es ist nervig, wenn man es alleine machen muss. Aber mein Vater soll sich nicht so anstellen. Der könnte das, wenn der sich mal richtig reinhängen würde, wäre das an einem Nachmittag gemacht. Ich meine, wenn ich hier meine Wohnung aufräumen muss, staubsaugen, wischen und so weiter, brauche ich auch einen Nachmittag für. Weil es ist halt schon ein bisschen Chaos eingestellt. Und ich will das ja auch richtig machen. Und wischen und staubsaugen, das dauert ja auch immer einen Moment. Okay. Aber das sage ich auch nicht, ich brauche drei Leute, um meine Wohnung aufzuräumen, hier die Tische zu putzen. Also ich mache, muss ich jetzt dazu sagen, ich mache dann richtig Großputz. Also ich wische dann auch so am Fenster und den Rand, die Ecken mache ich richtig sauber, die Fenster werden geputzt und so weiter. Also mal richtig Großreinigung. Brauche ich auch einen Nachmittag für, vielleicht auch zwei, wenn ich langsam bin. Da braucht man nicht so viele Leute. Also ich beschwere mich da immer gerne drüber. Aber im Endeffekt, ja, natürlich ist es leichter, wenn man zu dritt ist. Dann schafft man wahrscheinlich alles, was da hinten auf diesem Seitenstreifen gemacht werden muss, innerhalb von 2-3 Stunden. Aber, ja, man kann sich's auch einfach machen und nicht warten, bis drei Leute Zeit haben und einfach selber was machen. Nun gut, Leute. Ihr lasst mir einen Kommentar da. Tut mir leid, dass wir heute nur verloren haben. Dafür haben wir bei den Boostern gewonnen. So ist es halt manchmal. Ich werde vielleicht bis zum nächsten Mal gucken, dass ich die Nirgendwo-Karten besorge. Weil ich habe jetzt schon eine ganze Menge und das Deck ist fast so weit, dass wir es spielen können. Ich muss noch ein paar Punker, zwei von den Trompex und drei Nirgendwo-Mixer besorgen. Dann würde ich sagen, können wir das Deck eigentlich spielen. Gut, Leute, ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit dem Pokémon Trading Card Game. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.